Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen zurück. One Army Left. 7 Days to Die. Wir sind heute Tag 19. Plus 2 sind 21. Also kommen wir eigentlich in den Hundesimulator. Letzte Folge war der Treasure Map Simulator. Oder der Buddel Simulator, wie wir ihn genannt haben. Weil ein Treasure gab es ja nicht. Warum gab es den nicht? Weil ein kleiner Bug mir den Trash getrashed hat. Den Treasure getrashed hat. So, jetzt haben wir mal überlegt, wir gehen mal hier in die Burning Wasteland Kackbiom. Nee, nicht Burning. Burning ist es ja nicht. So. Die Zombies haben gedacht, wir kommen etwas später auf den Tisch. Na, laut. Ich muss nur mal gucken. Oh. Ich muss nur mal gucken, weil heute ist Hundetag. 2 Stück hätten wir da schon mal. 2 Stück hätten wir da schon mal. Da kommt noch einer. Ist es die Hundehorde oder ist es die Hundemorde? Oh, sagt er. Ich wollte hier gucken, was es hier so Schönes gibt. Aber wenn ihr mich so knurrt. Das finde ich nicht lieb von euch. Nein, nein, nein. Was haben wir denn für Gebäude hier? Wie groß ist denn überhaupt die Stadt? Da ist Trader Park. Ein Friedhof, natürlich. Wie sollte es anders sein? Was haben wir da noch so? Noch ein Hund. Ja, ist es die Hundehorde oder ist es die Biomhunde? Das ist die Frage. Tucker mal darüber. Da gibt's ein Church. Ja, ja, ist ja gut. Lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Das gibt's ja gar nicht. So. Das sind die ganz normalen kaputten Gebäude. Was ist denn da unter der Brücke los? Da brennt ein Fass, hä? So, wir fahren einmal außenrum und einmal mittendurch nochmal. Hier haben wir nochmal so ein Café. Oh, hier könnte ich tanken. Ah, guck mal, da ist so Sweets gibt's hier. Was haben wir da? Baum, altes Haus. Kein Bunker, nein. So, da haben wir noch ein Krematorium. Was ist da? Ist nur ein Brückenpfeiler, okay. Wir müssen mal gucken, wie es hier so aussieht. Vielleicht haben wir noch was Schönes hier in der Gegend. Da ist nochmal ein Hund. Da ist ein Schäm. Da könnte man mal was essen und trinken nochmal. Da sind die Footdinger hier. Der Market. Ein Diner. Ja, es ist ja ein bisschen was da, ne? 2x Trader. Pork. Pork. 2x Trader Pork. Wir müssten jetzt eigentlich theoretisch hier nochmal lang, oder? Nee. Zurück. Und dann rechts einmal rum, die nächste. Dann können wir hier nochmal gucken, was es hier gibt. Eine Bank. Eine Bank. Schöner Bankloot. Machen wir das heute? Mit der Meute? Ich würde sagen, markieren wir das hier nochmal auf der Karte. Bank. Ich habe Caps Lock an. Mist. Okay, hier ist eine Bank nochmal. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Wenn man die nochmal looten könnte später. Mods Haus hier, ne? Sieht gut aus. Schön abgesichert. So, gibt's eigentlich einen Weg nach Hause? So eine Straße nach Hause? Jo, hier. Dann müssen wir quasi diese Richtung. Das ist ganz gut, den Weg. Siehst du, ist doch ein schön abgegrenzt hier, der Weg. Jo, dann nehmen wir mal den Weg.
Dann fahre ich mal heim. Gehe ich mal aus kurz und trinke ein Bier und Schnaps. Weil ich ja weiß, dass die Treasure Map voll für den Arsch war. Vielleicht habe ich noch was in der Schublade. Vielleicht habe ich noch einen. Ich muss mal gucken. Ja. Jetzt ist die große Frage wieder offen. In dem Biom bin ich gewesen am Hundehordetag. Und wenn ich jetzt nach Hause fahre, bleibt die Hundehorde da, wo ich an dem Moment war, dass die dort gespawnt ist. Kommen die dann nochmal zu mir? Schafft die diesen langen Weg oder nicht? Fragen über Fragen, die uns nur Matt Moy beantworten kann. Gott hab ihn selig, er ist auch tot. Sonst hätte ich ihn ja schon mal irgendwo hier gesehen, ne? Oder er hätte mich mal begrüßt mit Hallo, mein lieber Homie. Ja, ich bin gerade ein bisschen gefrustet, dass das nicht funktioniert hat. Ich würde jetzt erstmal nach Hause was essen und trinken, weil ich habe jetzt nichts mehr dabei, großartig. Nur so Schrott. Und dann werde ich mal gucken, was wir dann noch machen. Ich könnte nochmal den Ofen mal vorbereiten, große Schmelze machen. Und dann könnten wir vielleicht... Dann könnten wir vielleicht in die neue Stadtnummer fahren. Das wäre eine Idee. In die andere neue Stadt. Könnten wir da nochmal düsen? Und könnten wir da nochmal ein bisschen Remi Demi machen? Ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. So, den Diner hatten wir ja nicht wirklich komplett fertig. Da hinten gibt es auch nur das und dies. Ja, da ist ja eigentlich nicht mehr viel. Da sind nur noch die normalen Häuser hier. Und die bringen ja nicht viel. Ich könnte jetzt mal ein bisschen Stil auf die Pfanne kloppen. Ja, genau, mein Bauch knurrt. Kann ja nochmal ein bisschen Stil mir zusammenkratzen. Hier ist ja auch nochmal ganz gut gewachsen hier. So, was können wir mitnehmen? Alles mitgenommen, was geht. Den Loot abgeben. Und oben nochmal die Koffer sortieren. Koffer muss ich mal sortieren. Und ich brauche auch Bandagen auf jeden Fall wieder. Ich brauche auf jeden Fall Bandagen. So, hier ist noch ein Eichen. Dann packen wir das schon mal weg. Das Essen und Trinken ist jetzt weg. Den da auch noch. So, das haben wir. Da sind Verbandskasten drin. Da sind die Bones. Da müsste ich mal gucken, wie wir das nochmal sortieren hier. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das nochmal sortieren. Oh, wir könnten mal hier nochmal anwerfen. Das hier rein. Dann kommt hier das. Stein und Sand und so ein Kram und Dreck. Dann haben wir hier drüben für die Munition. Oh, da ist ja eigentlich alles voll, ne? Diesen komischen Klapp, den können wir auch eigentlich hier mit reinwerfen. Den brauche ich ja nicht. Zack. Da sind nochmal Werkzeuge hinzugekommen. Warte mal, die Fire Axt. Könnten wir ja mal behalten. Schrotzenmunition. Press. Knochen haben wir hier nochmal. Splint-Token. Eine Taschenlampe muss noch mit rein. Das hatte ich noch gesehen. Dann hatten wir das hier, da, das hier. So, jetzt haben wir eigentlich den ganzen Kram mal losgeworden. Bolts sind schon wieder alle. Sehe ich gerade. Dann machen wir mal nochmal 100 Stück. Können wir eigentlich 108 machen. Dann wird das nämlich reichen. 108 Stücke. Da brauche ich aber nochmal... Was nehmen wir denn? Steel? Gehen wir jetzt auf Steel? Verballern wir den Rest? Steel Crossbows? Könnten wir eigentlich machen, ne? Habe ich zwar zwei Dinger belegt, aber ist doch eigentlich wurscht. Was kostet so ein Steel Arrowhead? Das kostet Iron ohne Ende.
Iron and Clay. Nicht Arrowheads. Also doch, Arrowheads natürlich. Die Crossbow Bolts. War das nicht in der Dings drüben? Federn habe ich und Holz habe ich und ist die Arrowheads. Das gelernt. Okay. Ach, schmelzen wir erstmal den ganzen Scheiß ein. Ich mache mir mal Werkzeug. Achso, warte mal. Hier, du. Da sind wir ja im Steel-Bereich. 1, 2. Ich muss gerade mal was gucken. Bin gerade ein bisschen. Irgendwie komme ich mir gerade ein bisschen dümmlich her. Das hat mich so geärgert mit dieser Buddelaktion. Ob die Hundis bald kommen? Was brauche ich dann für den Spike Club eigentlich? Forge Iron und Wood. Forge Iron und Wood. Da. Da mache ich mir mal so ein Ding. Ich will mal gucken, wie der aussieht. Was für eine Stärke der bekommt. Das Hunting habe ich. Das ist ja bald abgenutzt, ne? Dann probiere ich nochmal eins. Bringt ja auch ein bisschen Skill. Was ich auch... Ich sehe gerade, ich brauche nochmal eine neue Crossbow. Da brauchte ich doch auch davon was. Wood. Leder war dabei. Ich weiß nicht mehr, ob das oder das. Und Glue war dabei. Ein Crossbow. Duct Tape noch. Duct Tape. Wie viel war das? Wie viel Duct Tape? Ja, es reicht. So, dann kommt der Rest zurück. Hier, Duct Tape und Glue ist echt ganz schön mager. Das ist sehr, sehr selten, das Zeug, sehe ich gerade. Ne? Heilloses Durcheinander habe ich hier, sehe ich gerade. Hau, hau, die hau. So, 20 Forge haben wir hier noch übrig. Was kann man noch mit Steel hier machen? Warte mal. Was geht da noch? Shovel. Eine Shovel könnte ich auch noch machen, genau. Da habe ich von jedem was da. Ein Veggie. Da brauche ich Mushrooms. Das mache ich aber dann am Feuer. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen die Ausfahrt, die nächste rechts und gehen mit dem Minibike rüber in die andere Stadt und bereiten uns davor auf die nächste, aufs nächste Hörnchen. Dann nehme ich hier nämlich noch ein bisschen Eisenkram mit. Ein bisschen Steel, Forge und so. Und dann können wir nämlich drüben schon mal anfangen aufzubauen. Damit wir da die Horde ein bisschen überleben. Da muss ich mir nämlich ein Gebäude suchen und ein bisschen absichern. Ein paar Rams für Spider-Schutz brauche ich auf jeden Fall. Dann nehmen wir uns ein Steinhaus und setzen uns was da drauf. So ein Ding hat 130 an Wert. Ist doch eigentlich auch nicht schlecht, ne? Essen und Trinken ist echt wichtig geworden. 137 bin ich jetzt? Doch, genau, da kam der Sound. Ein grüner Spike, okay. Ein grüner Spike. Oh, hab ich's mal reingeschmissen, egal. Da kommt das Hunting. Okidoki. Die Federn. Holz habe ich jetzt weggelegt. Egal. Ich werde jetzt mal die Düse machen. Rüber. Forge Iron brauche ich wahrscheinlich nochmal. Ich mach mal ein bisschen was auf Vorrat. Das habe ich ja genug da.
Dann machen wir aber auch noch mal ein bisschen Stil auf Vorrat. Machen wir auch noch mal 60. Erste Mal. Und dann ist es schon ganz gut soweit. Hatte ich noch was an Munition? Wahrscheinlich nicht. Ich könnte die Shotgun noch mal ein bisschen ankratzen. Aber da habe ich nicht, habe ich zu wenig Schuss zu. Hab mit meinem lieben Ermann nochmal gesprochen. Irgendwann mal die Tage, ob wir die ganzen Pistolensachen alle hochwerten. Hochwertig aufwerten. Uns dadurch an der Workbench eine bessere Waffe zu machen. Aber ich glaube fast lieber, dass ich die selber herstellen möchte. Demnächst die Tage. Ich nehme jetzt mal den Kram wieder weg. Das brauche ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt mal rüber in die Stadt und mach da mal ein bisschen Remi-Demi. So, das ist schon wieder aus. Alles schon verbraucht. Mache ich jetzt nochmal Woodlocks irgendwann? Crossbow, ja. Ist egal, ich schau da noch ein bisschen was rein. Oh, 100 Minuten ist ein bisschen lang, oder? 54 auch. Das ist besser. So, das zurück, das zurück, das zurück. Das brauche ich jetzt im Moment nicht. Ich brauche ein bisschen Munition, ein paar Pfeile. Den brauche ich jetzt auch nicht so direkt. Und die zwei Messer machen wir mal besser. So. Das hat zwar nicht so viel gebracht, aber besser wie nix. Die kommt dann mal weg. Dafür haben wir gleich eine aus Stil. Und zwar da. Das braucht ja auch noch eine ganze Weile. Müsste ich eigentlich nochmal abwarten, oder? Ich will nicht warten. Der Crossbow ist auch fertig. Könnte ich eigentlich theoretisch beide zusammenfügen? Weil das ist besser wie weggeschmissen. So, dann kommt das erst nochmal rein zum Wegschmelzen. Den Spike, ja, was hat der für ein Damage? 50, 64. Haltbar 3, 5, 5. Das Messer ist deutlich schlechter. Das Messer brauche ich aber später zum Ausweiden von den Viechers. So, die brauchen auch noch ein bisschen. Scheiße, brauchen noch voll lange. Woodlock, uhu. Zum Einschmelzen hatte ich jetzt nichts mehr. So, bisschen durcheinander, Bakaluka, aber es wird. Das kommt weg, wir nehmen uns mal 20 mal mit. Auf Vorrat. Können wir eigentlich rüber, ne? Eine Wrench? Habe ich eine Wrench? Nein, siehst du? Eine Wrench brauche ich. Das ist wichtig. Eine Wrench. Ich hätte gerne aber eine etwas bessere Wrench. Und dazu brauche ich Mechanic und Steel. 12 Steel. Mache ich gerade noch. Okay. Scheiße. Wie macht man das jetzt? Dann machen wir mal aus 5, mach 6. Nur 160er. Das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen Verschwendung, aber ich brauche jetzt mal auf die Schnelle eine neue. Und die packe ich nochmal mit einer 200er zusammen, dann ist gut. Dann habe ich so ein bisschen eine. Ja, genau. Das machen wir mal so. Gut, dann fahren wir mal rüber. Die letzten Folgen waren ja auch ein bisschen länger. Minibike da drüben. Und deswegen machen wir eine Folge jetzt ein bisschen kürzer. Ich fahre jetzt rüber in die andere Stadt. Die war ja so in dieser Richtung hier. Und dann suchen wir uns da einen Schlafplatz. Nee, die war in Richtung Norden, war die. Aber ich glaube, hier rüber zu fahren bringt auch was. Dann fallen wir da nicht so runter. Und suchen wir uns da einen Schlafplatz für die Horde 21. Ja. Mal gucken, wie der Weg hier nochmal geht. Der geht hier rum und hört da auf. Lirum Larum. Der ist zu weit weg. Nee, nee, wir müssen diese Richtung. Diese kleine Straße nehmen wir. Okay, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten... In der nächsten Folge... Auf dem Weg in die neue Stadt. So, das ist mir zu steil.
Das ist mir zu steil. Wo wir da schon mal gefahren sind. Wenn es euch gefallen haben sollte, war jetzt nicht so spannend. Heute. Wenn es gefallen haben sollte, lasst einen Daumen da. Ich muss mal durchschnaufen. Wir sehen uns dann die nächsten Tage. Bis dahin. Bye bye. Euer Ome. Tschüss. Kommentare, Abos, Likes erwünscht.